Welcome back, wir sind wieder da mit einer neuen Folge und haben heute wieder eine wunderbare Gästin dabei. Nina, magst du dich erstmal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Lieblingsfarbe? Wir wollen alles über dich wissen. Uiuiui, okay. Ich bin Lina. Ich bin jetzt im zweiten Jahr Medienwissenschaft hier im Master an der Uni und ich mache bei Seesüchte das Nachhaltigkeitsmanagement. Und meine Lieblingsfarbe ist lila. Oh, schön. Okay, und auch nicht so vorhersehbar, das ist vielleicht grün. Ja, sehr gut. Hast du letztes Jahr auch schon mitgemacht? Ich habe letztes Jahr auch mitgemacht, genau. Ich habe letztes Jahr Fokus Produktion und Showcase gemacht mit Clemens zusammen. Cool. Okay, also was ganz anderes. Gut, es gibt die Nachhaltigkeitsstelle ja auch das erste Mal überhaupt in der gesamten Seesüchte-Geschichte, oder? Ja. Okay, cool. Genau, also darüber wollen wir heute sprechen, über deine, ja, dein Aufgabenbereich, was du so erreichst und wie. Nachhaltigkeit ist natürlich ein riesiges Thema, also was wir wahrscheinlich gar nicht in diesem Podcast abdecken können. So. Deswegen, ja, vielleicht treffen wir dich nochmal auf dem Festival und interviewen dich da nochmal genauer. Aber genau, willst du erstmal selbst eine kleine Einführung machen, was überhaupt, also was sind unsere Ziele, was sind Ziele, also warum haben Filmfestivals überhaupt was mit Nachhaltigkeit zu tun und genau, was wollen die erreichen? Ich glaube, grundsätzlich haben alle Festivals, alle Veranstaltungen was mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltigkeit ist ja das Ziel, Ressourcen so zu nutzen, dass wir sie nicht den nächsten Generationen wegnutzen. Das betrifft natürlich alle Bereiche, ja. Unter anderem auch die Filmproduktion, die Festivalproduktion, unser alltägliches Leben, alles. Und ich glaube, unsere Ziele dieses Jahr sind mit diesem Fokus einfach, dass wir uns die Arbeitsstrukturen anschauen, die es bisher gab bei Seesüchte und gucken und die eben beleuchten, so aus so einer ökologischen Nachhaltigkeitsperspektive. Was machen wir da? Warum machen wir das so? Könnte man das anders machen? Mhm. Was wäre die schonendere Variante? Und da so die Umwelt in den Vordergrund stellen. Ja. Und das ist, glaube ich, bei Festivals für viele abstrakter irgendwie, weil man so denkt, ja, wie macht man das denn? Aber es ist ähnlich wie in allen anderen Bereichen, dass man sich die Arbeitsprozesse anschaut und dann einfach mit dem eigenen Menschenverstand und Lektüre und ExpertInnenwissen und alles guckt, was ist die Alternative und wie machen wir das am besten. Voll gut. Und wie genau gehst du jetzt, also oder bist du vorgegangen? Hast du, also es heißt ja erstmal, es gibt diese Stelle, das heißt, es gibt noch keine Daten oder so, von denen du dich jetzt, aus denen du schöpfen könntest. Hast du dann wirklich in alle Ressorts reingeguckt und über, also ganz genau dir aufschreiben lassen, was die machen oder wie bist du rangegangen? Ja, das war auf jeden Fall Teil. Also es hat damit angefangen, ich stand ja schon ein bisschen fest als diese Stelle, bevor das Team dann offiziell dazugekommen ist. Das heißt, erstmal habe ich selber mir überlegt, was bedeutet Nachhaltigkeit für uns? Wie kann man da am besten als Team dran arbeiten? Was sind unsere Ziele? Was gibt es denn für Prozesse und so? Und dann ist das Team dazu gekommen und dann ist ziemlich das gewesen. Also ich hatte schon selber eine Liste geschrieben, aber die hat sich verachtfacht, glaube ich, indem ich mich dann mit allen Ressorts hingesetzt habe und wirklich habe erzählen lassen, was macht ihr denn? Was sind eure Arbeitsschritte? Was ist euer Zeitplan? Und dann alle Dinge durchgegangen sind. Und das war super. Also das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Da ist auch wirklich viel dazu gekommen, an was man selber nicht denkt. Das ist ja irgendwie letztendlich auch eine Kreativleistung, mit diesen ganzen Punkten zusammenzukommen. Genau. Und dann, ich glaube, am Anfang hatte ich 2 Seiten und am Ende hatte ich 8 bis 12 Seiten, nur nach diesen Gesprächen. Und die haben sich dann natürlich auch nochmal verlängert. Und das waren quasi nur die Punkte, an denen man überhaupt ansetzen muss, ne? Ja, noch gar keine Lösung quasi. Ja, beziehungsweise doch schon auch sehr lösungsorientiert. Also, dass man sagt, wir machen irgendwie, was weiß ich, unser Programmheft sieht so und so aus, was könnte man da machen? Wie kann man es reduzieren? Wie kann man Farbe sparen und so weiter? Wie kann man bestimmtes Papier nutzen? Und das waren in unterschiedlichen Ressorts ganz unterschiedliche Sachen, weil natürlich Marketing macht was ganz anderes als 360 Grad und Catering hat eine ganz, oder kulinarische Leitung hat eine ganz andere Aufgabenbereiche und so. Genau, und gleichzeitig muss man halt echt immer wieder auch dann zwischenlesen, weil ich glaube, man denkt so, wenn man jetzt diese Nachhaltigkeitsstelle hat, so dann hat man das ganze Wissen und dann kann jemand sagen, möchtest du dieses Material oder dieses Material, das habe ich natürlich dann auch nicht im Kopf. Wenn jetzt jemand sagt, ist Holz besser oder Glas in dem Fall, dann muss man halt recherchieren. Boah, du bist wirklich kaum vorstellen, wie viel du einfach selbst dazugelernt haben musst, weil das natürlich alles Themen sind. So, hast du dich auch mit Leuten irgendwie vernetzt oder gibt es irgendwie, keine Ahnung, Netzwerke, gibt es Leute, die man da fragen kann, die Expertinnen sind auf dem Gebiet? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Teilweise ist das passiert. Also ich fand es auch total interessant, wie viele Menschen
sich gemeldet haben bei mir, die gesagt haben, wir haben auf eurer Webseite gesehen, es gibt jetzt Nachhaltigkeit und ich mache irgendwie das und das schon ganz lange und wollen wir mal reden und ich kann dir ein bisschen erzählen aus meiner Richtung. Mhm. Das gab es auf jeden Fall. Man hat auch Leute spezifisch angefragt. Zum Beispiel hier an der Uni gibt es ja die Initiative Grün. Ja, stimmt. Mit denen habe ich ganz viel gesprochen. Es gibt auch Dozierende, zum Beispiel auch im Szeno-Bereich, die sich da ein bisschen besser auskennen, weil die schon immer irgendwie auf grüne Produktion achten. Mhm. Die kann man fragen. Gleichzeitig fand ich es auch überraschend teilweise, wie schwer es ist, so Infos zu kriegen, weil man denkt, okay, ich google jetzt, um jetzt bei dem Beispiel mit den Materialien zu bleiben, ich google mal, welche Materialien sind denn da jetzt besser und dann findest du aber erstmal nichts. Kommt halt immer drauf an. Ja, genau, irgendwas. Das auch, das auf jeden Fall auch. Ne? Also im Produktionsprozess muss man ja auch immer mitdenken und alles. Aber es ist sehr viel Recherche und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nächstes Jahr mitgeben würde. Dieses von Anfang an, glaube ich, eher ExpertInnen dazu holen. Mhm. Vielleicht über Workshops oder was auch immer, dass man Leute hat, die das schon wissen. Weil es doch nicht so einfach ist, da an Infos zu kommen. Und dann gibt es ja auch immer Infos, die sich dann unterscheiden. Mhm. Und dann sagt die eine Seite das und die andere Seite sagt das. Und das ist, glaube ich, schon gut, wenn man da Menschen hat, die es einfach wissen. Ja, das ist halt wirklich so ein krasser Lernprozess. Und die gesamte Stelle ist wahrscheinlich eigentlich eher wie so ein Kurs für sich selbst. Learn how to. Und genau, du hast ja jetzt schon gesagt, du hast dich mit der Initiative Grün oft getroffen. Und die beschäftigen sich ja auch, oder es gibt auch diesen Green Production Guide. Ne? Mhm. Was genau ist das eigentlich? Und also hast du dich an sowas orientiert? Oder gab es überhaupt irgendwelche, zum Beispiel andere Festivals veröffentlichen ja auch ihre nachhaltigen Ziele. Hast du dich daran irgendwie orientiert? Genau. Ja, voll. Also das war gerade diese Phase, bevor Teams dazu kamen, dass ich ganz, ganz, ganz viel gelesen habe. Ich hatte selber hier an der Uni auch schon mal einen Film mitproduziert, der auch grün produziert wurde. Deswegen kannte ich den Green Guide der Initiative. Die haben wir, das geht es ja wirklich um grünes Produzieren, also eine Filmproduktion. Mhm. Was kann man am Set machen? Was kann man beim Catering machen und so weiter? Das kannte ich. Ich habe unter anderem das grüne Kinohandbuch gelesen. Das ist aber auch ziemlich nützlich. Es ist nicht so spezifisch auf Filmfestivals. Mhm. Also ich glaube, alles, was man lesen kann, findet sich irgendwie wieder. Ich habe echt einfach ganz viele auch von verschiedenen Filmförderungen, die ja da Guides rausgeben, diese Mindeststandards, die jetzt dieses Jahr veröffentlicht wurden, das alles lesen. Und man findet dann doch immer noch so mindestens 1 bis 3 Maßnahmen, die man nicht im Kopf hatte. Cool. Und also war's. Aber zeichnen wir irgendwie Filme aus, die besonders grün produziert wurden? Oder ist das quasi, wir kümmern uns um unsers und haben keine Auszeichnung oder keinen Preis oder irgendwas dafür? Von Seesichte oder von der Initiative? Ja, bei Seesichte, das war ja im Gespräch, das gab es wohl auch in vergangenen Editionen, dass wirklich nachhaltige Filme ausgezeichnet wurden. Ich weiß da tatsächlich nicht, ob es um grüne Produktion ging oder ob es um Filme ging, die nachhaltige Themen behandeln. Das ist ja immer noch mal ein bisschen ein Unterschied. Ja. Mhm. Es gibt ja auch Filme, die über den Klimawandel berichten, aber selber nicht grün produziert sind. Dann ist das dann ein nachhaltiger Film und so. Dieses Jahr gibt es das nicht. Es gibt aber ein Screening, das heißt, glaube ich, Unprotected. Mhm. Da ist der Fokus auf Nachhaltigkeit in den Filmen. Dass wir aber wirklich eine Sektion haben, die wir auszeichnen, das gibt es dieses Jahr nicht. Das gab es, wie gesagt, mal, das könnte es zukünftig wieder geben. Das war im Gespräch, aber dieses Jahr findet es nicht statt. Okay, würdest du dir das wünschen? Ich würde mir das wünschen, glaube ich, wenn man diesen Fokus setzt auf grün produzierten Film. Dann finde ich das nicht sehr nur thematisch, spannend, sondern auch in der Umsetzung. Genau, ja. Also ich glaube, solche Filme sind auch super wichtig als Katalysator und so und super gut. Ich glaube aber, wenn man nachhaltige Filme auszeichnet, dann wäre es schon gut, wenn der Film auch selber darauf geachtet hat, irgendwie nicht unnötig Schmutz zu machen. Ja, voll. Okay, also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf deine Arbeit bei uns im Team quasi, was waren so die größten Hürden oder wo hast du gemerkt, okay, das ist wirklich, wirklich richtig schwierig irgendwie für dich zu entscheiden oder die Akzeptanz im Team ist nicht so hoch? Also was gab es so, was schwierig war? Ich glaube, das Schwerste für mich war, dass es ist eine neue Stelle, die ja so ein bisschen, wir haben ja auch die Diversitätsstelle, die so ein bisschen danach gebaut wurde und es sind eben beides Ressorts, die mit einer Person besetzt sind. Und ich glaube, das ist etwas, was man in Zukunft nochmal kritisch betrachten könnte und sich überlegen könnte, ist das so gut? Weil ich glaube, das ist so für mich echt das, was sich durchzieht, dass man einfach ständig alleine ist. Man hat so diese riesige Stelle irgendwie. Man ist natürlich in Kontakt mit allen.
Ja, der Workload ist wahrscheinlich auch einfach. Genau, und man muss also gerade so diese Nachhaltigkeitskommunikation, die ja auch sehr groß ist, dass man mit Menschen spricht, das ist so ein Ding, da muss man immer gucken, wie viel will ich jetzt immer nachfragen, weil ich will ja auch die Leute nicht nerven, ich will nicht das Gefühl geben, ich vertraue euch irgendwie nicht. Man hat ja auch gar nicht die, irgendwie die Zeit, also jede Woche immer alle zu fragen, genau. Ja. Das ist dann immer so ein Ding, dass man so mitlaufen lässt und man hofft einfach so, alle machen jetzt auch das, was man damals so gemeinsam besprochen hatte irgendwie. Und auch dieses, ist ganz schwer irgendwie abzuschätzen, wann kann ich Aufgaben abgeben und wann nicht. Mhm. Ich tendiere dann dazu, das nicht zu machen, weil man halt so, ich habe das Gefühl, man spielt Leuten so einen Ball zu und ist okay, das machst du jetzt mal und dann kriegt man ja aber auch schnell wieder zurück. Und ist so, ja, jetzt fällt es nicht mehr in mein Ressort irgendwie, jetzt fällt es ins Nachhaltigkeitsressort. Ich glaube, das ist so das Schwierige. Gleichzeitig war ich echt absolut positiv überrascht, mit wie viel Eigeninitiative sämtliche Ressorts, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, in diesen Ressortgesprächen dabei waren. Mhm. Und wie oft man dann irgendwie Leute zum 10. Mal nach einer Sache fragt und alle sagen so, ja, wir denken es mit und wir wissen es. Ja. Und das ist ja auch gut, dass du da, also ne, ich bin ja dann auch, ich entschuldige mich dann immer schon so halb mit und bin so, sorry, hier bin ich nochmal. Dass irgendwie alle da so eigentlich am einem Strang ziehen und sagen, nee, wir sind aber hier, wir wollen ja auch, dass es nachhaltig ist. Wir wollen das ja auch, das war schon irgendwie auch eine sehr positive Erfahrung. Ja. Cool. Und also, wenn ich mal so ganz flapsig fragen darf, häufig kommt es ja quasi so rüber, dass ja mehr Nachhaltigkeit auch vielleicht mit mehr, ja gut, organisatorischen Planen und so weiter natürlich zusammenhängt, aber vielleicht auch mit mehr Kosten. Wie genau geht denn das Festival eigentlich damit um? Also, wenn jetzt irgendwie mehr Kosten entstehen dadurch, dass man sich zum Beispiel für nachhaltigeres Papier entscheidet oder so, wie finanzieren wir das? Da sprichst du ein ganz, ganz großes Thema an. Also was uns gerade mich ja sehr begleitet hat, ist dieses Jahr, dass wir einen Förderantrag gestellt haben bei der Initiative Grün, hier auch über die Uni, wo es genau darum ging, dass wir gesagt haben, wir würden das gern machen. Wir haben aber natürlich mehr Kosten, wenn wir zum Beispiel in der Szene mehr darauf achten, welche Materialien wir haben, wenn wir beim Marketing gucken, wie drucken wir denn alles und so. Also ich glaube, das wird uns auch zukünftig weiter beschäftigen. So, wo kriegen wir dieses Geld her? Auch wie muss sich Sehsüchte insgesamt verändern? Weil man natürlich geht es nicht nur darum, mehr Kosten zu haben und zu sagen, jetzt brauchen wir einfach mehr Geld, sondern man muss ja irgendwie auch dann intern gucken, wo sind unsere Prioritäten, wie strukturieren wir das um? Ich glaube, da wurde dieses Jahr schon eine sehr gute Struktur gelegt. Ich glaube, wir wissen jetzt nach diesem einen Testrun sozusagen, wo sind die Kosten? Wo sind die Kosten auch, die man vielleicht am Anfang nicht so im Blick hatte? Ich glaube, das muss jetzt die nächsten Jahre dann so einstrukturiert werden, dass das funktioniert. Dieses Jahr haben wir eine Teilzusage bekommen für diesen Förderantrag, mit dem wir einiges gemacht haben. Und der Rest war dann die Entscheidung, wir machen das jetzt mit dem Geld, was wir haben. Wir haben ja zum Beispiel für den Druck keine Kosten dazu, kein Geld von außen dazu bekommen und haben dann gesagt, wir machen das jetzt trotzdem, weil das so eine große und wichtige Sache ist. Aber das ist, das wird sich, also wird sich durchziehen. Mehrkosten sind irgendwie immer damit verbunden, wenn man darauf achten möchte, zumindest aktuell noch. Ja, aber ja gut, wie du sagst, wenn man halt das als Priorität für sich setzt, dann ist es ja so, dann, ich meine, ja, man muss dann akzeptieren und irgendwie damit umgehen und es entstehen immer irgendwo mehr Kosten. Okay, willst du mal so deine, hast du irgendwas, so einen richtigen Erfolg, den du gefeiert hast, wo du sagst, okay, wir haben irgendwas richtig Nachhaltiges gemacht, worauf du stolz bist? Ich glaube, die großen Themenpunkte sind schon so der Druck, dass das jetzt alles umweltfreundliches Papier ist, dass der Merch, der auch schon jetzt vor diesem Jahr nachhaltig war, aber dass das weiterhin so ist, Catering, dass wir komplett vegetarisch und vegan sind. Ja. Ich wäre natürlich dafür, dass wir komplett vegan sind, einfach auch aus ethischen Gründen, aber sind wir schon sehr viel weiter als davor. Das Transportkonzept ist dieses Jahr ein bisschen anders, es fahren sehr viel weniger Autos. Es wird keinen normalen Fahrtenservice mehr geben, wie letztes Jahr, dass Filmschaffende anrufen können und sofort ein Auto gestellt bekommen. Das wurde anders gelöst. Wir sind ja auch sehr viel besser angebunden an Bahnen und Busse. Wir haben Fahrradständer, wir haben Lastenräder da. Also auch der Aufruf an alle, lasst das Auto zu Hause und kommt umweltfreundlich. Ich glaube, das sind so große Felder. Ja, ich glaube, das sind so die größten Bereiche. Natürlich gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Wie gesagt, es gibt einen sehr langen Maßnahmenplan. Ja. Aber ich glaube, das sind so wirklich die großen Themenkomplexe. Ja, Maßnahmenplan, super Stichwort. Willst du mal, also du hast ja jetzt natürlich schon ein paar Sachen gesagt und also kannst ja selbst einschätzen, ob du alles aufnehmen möchtest, aber was sind denn jetzt konkrete Maßnahmen für das Sehsüchte-Festival?
Ich habe hier den Maßnahmenplan. Soll ich da mal reingucken? Was da so als es wird tatsächlich, es wird sehr kleinteilig mitunter. Also wir kriegen auf gar keinen Fall alle Maßnahmen rein. Ist der irgendwie frei zugänglich irgendwo oder ist der nur intern? Der ist intern, also für das komplette Team ist der offen. Ja. Komplett öffentlich ist er nicht. Okay. Mal Marketing vielleicht durchgehen. Das seid ja ihr. Das perfekt. Trifft ihr euch. Könnt ihr gucken, wie viel davon wirklich umgesetzt wird. Ja, genau. Okay, ich hoffe viel. Hier zum Beispiel zum Merch. Nachhaltig produzierte Produkte bestellen. Feuerzeuge, Kugelschreiber und ähnliches ohne jahresspezifisches Design, um die Wiederverwendung übrig gebliebener Exemplare zu ermöglichen. Ja, check. Yes. Gut. Das haben wir geschafft. Festival-Badges mit übrig gebliebenen Lanyards ausstatten. Auch das. Ah, das passt übrigens auch hier. Der Aufruf bringt alle eure eigenen mit. Dann stimmt, wir nutzen haben keine wir die. Schlüsselbänder mehr für euch. Also bringt selbst welche mit. Ja. Druck von Werbematerial. Wechsel zu einer regionalen Druckerei mit nachhaltigen Druckoptionen. Auch das ist passiert. Verwendung von Recyclingpapier. Designentscheidung, um Farbe zu sparen. Zum Beispiel nicht schwarz auf weiß, was wir ja letztes Jahr in den Programmheften hatten, falls sich jemand dran erinnert. Save the Date Card nur nach Bedarf und Kalkulation drucken. Moderationscard nur nach Bedarf drucken. Regieplan nur nach Bedarf drucken. Also man sieht, es wird sehr kleinteilig, was so die einzelnen Arbeitsschritte angeht. Aber das zeigt auf jeden Fall, wie krass viel du eigentlich in alle Prozesse von allen Ressorts einsteigen musst, um überhaupt diese Einsichten zu haben. Weil das kann man ja gar nicht oberflächlich machen. Es geht einfach nicht. Das stimmt, ja. Das war aber auch echt, also das war ich sehr darauf angewiesen, dass die Ressorts Lust haben, mit mir zu reden. Ich glaube, auch mit euch habe ich echt 2 Stunden da gesessen. Wir sind das alles mal durchgegangen. Ja, war nett. War nett, war wirklich produktiv und ich glaube, das ist dann genau. Und da, ich habe aber auch, also wie gesagt, ich habe letztes Jahr ja Fokus Produktion gemacht, was total Spaß gemacht hat in einem 2er-Ressort. Aber ich habe auch das Gefühl, dieses Jahr kriege ich sehr, sehr, sehr viel mehr mit vom Festival. Weil man ständig in so kleinen Momenten irgendwie dazugeschaltet wird. Ja. Eigentlich auch dadurch echt eine coole Stelle, die natürlich auch viele Herausforderungen mit sich bringt, aber trotzdem so, man hat echt einen guten Überblick. Das ist echt stimmt, ja. Dieses Jahr, ich habe das Gefühl, ich kenne das Programm in- und auswendig. Ich kenne die verschiedenen Tage, wo was passiert. Ja, dann hast du bestimmt die perfekten Empfehlungen eigentlich. Muss ich gleich mal ausfragen. genau, also bei uns ist ja quasi die Umweltfreundlichkeit nicht nur hinsichtlich der Eventplanung und Durchführung eben ein Punkt, sondern es wird ja auch diesen Green Space geben. Was erwartet denn die Besucherin dort? Der Green Space ist ein Ort, den wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eingerichtet haben. Der wird an unserer Main Location stattfinden, am Waschhaus. Da draußen auf dem Rasen. Ich glaube, das wird sehr schön. Direkt vor der Tür. Kommt alle vorbei. Da gibt es Essen und Trinken, da wird es Bänke geben, das heißt, man kann da zusammenkommen, man kann sich hinsetzen, es wird Spiele geben, es wird Lektüre geben und all das steht unter dem Thema Nachhaltigkeit und spezifisch Nachhaltigkeit beim Film. Da werden auch 2 Infostände sein, wo dankenswerterweise öfters auch Initiativen und Vereine und Organisationen vorbeikommen, deren Arbeit irgendwie durch den Anspruch an Nachhaltigkeit geprägt ist. Kann man vorbeikommen, das ist immer nachmittags, kann den Fragen stellen, kann sich Infomaterial mitgeben lassen, Sachen anschauen. Man findet auch eine Infowand, da geht es ums grüne Produzieren. Die ist designt worden, gemeinsam mit der Initiative Grün. Das kann man sich durchlesen. Genau, ich glaube, das ist so das Große. Es wird ganz cool, kommt alle vorbei. Ja, vor allem für junge Filmschaffende ist das natürlich wirklich ein Thema, so natürlich für alle BesucherInnen auch interessant, aber besonders, wenn man jetzt wirklich einsteigt ins Business, das ist bestimmt sehr wertvoll. Klingt auf jeden Fall cool, ich komme vorbei. Und zu guter Letzt wollten wir dich fragen, hast du konkrete Tipps, die man, also BesucherInnen kommen aufs Festival, was sind die How-Tos, was muss man beachten, was muss man mitbringen? Zu Hause lassen, das Auto zu Hause lassen, hast du schon gesagt. Schritt 1, Auto zu Hause lassen. Eigene Schlüsselanhänger mitbringen, also nicht Schlüsselanhänger, wie nennt man das? Schlüsselbänder? Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das wo man die Badges reinhängt. Genau. Immer natürlich Grünflächen irgendwie beachten, nichts einfach rumwerfen. Wir haben eine Mülltrennung auch am Platz. Ihr könnt zum Green Space kommen, da ist die, da kann man seinen Müll trennen. Wir stellen Aschenbecher auf, also auch da Zigaretten nicht einfach irgendwo hinwerfen. Das sind die großen Sachen. Und am besten vegane Gerichte auswählen. Ja. Okay, ich glaube, sonst gibt es auch noch mal deine Tipps auf der Website, ne? Im FAQ, schätze ich mal. Also für alle kann man
schauen. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank. Wenn du sonst noch irgendwas raushauen möchtest, feel free. Ich glaube, auf jeden Fall kommt in den Green Space, lest euch die Infomaterialien durch. Also das ist eine der Nummer 1 Fragen, so wie produziert man denn grün? Mhm. Ich glaube, dieser Begriff grünes Produzieren klingt komplexer, als er ist. Ja. Also kommt vorbei, lest euch das durch, nehmt es mit und setzt es fort. Das wäre super. Ja. Cool. Sehr gutes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns auf dem Festival. Ja. Okay. Tschüss.